Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Heute mal aus einer etwas anderen Location, denn wir haben am Wochenende ein Event in unserer Firma und aus diesem Grund kann ich keine Videos am Wochenende drehen. Hab mir einen Leihwagen genommen und ja, deshalb gibt es jetzt heute eben was on the road quasi. Und ich möchte euch heute ein bisschen was zu dem Duft Tom Ford Noir Extreme erzählen. Ein Duft, der mir jetzt schon häufiger von euch empfohlen wurde und der perfekt geeignet ist für die kühleren Tage des Jahres, auf die wir uns ja langsam aber sicher zu bewegen. Und aus diesem Grund gibt es heute eben meine Meinung zu diesem Duft. Aber zunächst mal, wenn du neu auf diesem Kanal bist und noch nicht abonniert hast, herzlich willkommen. Mein Name ist Kai und auf diesem Kanal geht es um Themen wie Haarstyling, Hautpflege, Bartpflege und Parfums. Und ja, wenn du noch nicht abonniert hast, tu das gerne. Der Knopf ist direkt unter diesem Video und ich würde mich sehr freuen, dich in meiner Community begrüßen zu dürfen. Also zunächst mal ein bisschen was Allgemeines. Das hier ist ja die Signature Line, ja, also die preiswertere Variante der Tom Ford Düfte. Es ist kein Private Blend, es ist also durchaus preiswerter als so die normalen, würde ich jetzt mal sagen. Und es handelt sich hierbei um einen Duft, der mit Kulfi arbeitet. Kulfi ist ein Eis anscheinend, also so ein traditionelles indisches, pakistanisches Eis, glaube ich, habe ich irgendwo gelesen. Und dementsprechend ist das hier ein relativ süßer Duft. Das ist ein Gourmand-Duft, also ein Duft, der so in die Essensrichtung geht. Gourmand-Düfte bezeichnen ja normalerweise Düfte, die mit Vanille arbeiten und die halt so ein bisschen so ein Essen widerspiegeln. Eine süße Nachspeise meistens oder halt so ein Frühstück mit Pancakes und Kaffee. Gibt es auch einen von Bond No. 9, ein Nischenhaus aus den USA. Auf jeden Fall ist das hier ein ziemlich süßlicher Duft, ja, der eben dieses Kulfi-Eis, glaube ich, widerspiegelt. Ich habe Kulfi nie probiert und auch nie gerochen, deshalb kann ich leider nichts zu sagen. Aber es hat wohl was mit Pistazie zu tun, mit Kardamom und eben mit Vanille, was hier eben auch drin ist. Zum Namen, ja, Tom Ford Noir Extreme, denkt man jetzt vielleicht, zumindest dachte ich das, dass der sehr extrem ist. Ist er nicht. Ja, also dieser Duft hier ist in keiner Art und Weise extrem, vor allen Dingen nicht von der Haltbarkeit und nicht von der Projektion her. Also es ist ein relativ, ich würde sagen, die Haltbarkeit ist schon relativ lange, also 5-6 Stunden bleibt der auf der Haut, aber Projektion, also von dem, was man eben um euch herum wahrnimmt und was man auch selber wahrnimmt, ist er relativ schwach, denn da ist nach 2-3 Stunden auf meiner Haut zumindest schon Schluss. Was so ein bisschen schwierig ist für einen süßen Duft, ja, weil der eignet sich natürlich eher für die kühleren Tage des Jahres, wo man eigentlich einen Duft haben will, der eine richtig starke Haltbarkeit hat und der halt wirklich lange hält und mega lange projiziert. Und dementsprechend ist er in dieser Hinsicht wirklich nicht extrem und auch von der Duft-DNA her ist er auch nicht wirklich extrem, weil es ist jetzt nichts, was irgendwie besonders ist oder irgendwie crazy oder so, sondern es ist halt einfach ein recht süßer Duft mit so einer Essens-, so einer Nachtischnote, so einer Eisnote, die dabei ist und eben ansonsten, ja, ist da nicht viel los. Ich kann aber ehrlich sagen, dass er in seiner Umsetzung wirklich sehr gut ist. Ich bin allgemein kein großer Fan von Gourmand-Düften. Also ich bin jetzt nicht so der Typ, der super gerne so extrem süße Düfte trägt. Und deshalb finde ich den Duft wirklich sehr, sehr gut gemacht. Denn er hat so eine gute Balance aus dieser vanilligen Süße und Gewürzen. Kardamom ist da, glaube ich, mit drin. Und ich glaube, Kümmel auch oder so. Nee, Kümmel glaube ich nicht. Aber irgendein anderes Gewürz ist noch mit drin. Wenn ich dran denke, werde ich euch das natürlich hier reinsetzen. Und dementsprechend, ja, ist es halt nicht so extrem süß, sondern hat so eine schöne Balance, die ich persönlich sehr cool finde. Und ja, deshalb finde ich den Duft von der DNA her eigentlich ganz cool, aber von der Haltbarkeit her, wie gesagt, läuft es ein bisschen in die falsche Richtung. Jetzt zum Thema, an was mich dieser Duft erinnert, kann ich ganz ehrlich sagen, erinnert mich sehr, sehr stark oder ziemlich an Tom Ford Vanille Fatale aus der Private Blend Reihe, was ein Duft ist mit einer übertrieben guten Haltbarkeit und Projektion, also der hält wirklich ewig auf der Haut und das ist eben ein Vanille-Kaffee-Duft und so gewisse Tendenzen habe ich hier auch erlebt. Es ist nämlich so, dass Kardamom, finde ich, teilweise Ähnlichkeiten mit Kaffee hat und da hier anscheinend Kardamom drin ist, hat er mich schon so ein bisschen an Vanille Fatale erinnert, aber an so eine Light-Variante, weil einfach die Haltbarkeit und Projektion nicht so stark ist. So, jetzt lange Rede, kurzer Sinn, kann ich diesen Duft empfehlen oder für wen kann ich ihn empfehlen? Definitiv kann ich ihn empfehlen, ja, von der DNA her ein schöner Duft, schön gemacht, auch definitiv hochwertiger, als ich jetzt Geld dafür bezahlt habe. Ich habe dafür, glaube ich, ein Fuffi oder 40 Euro habe ich dafür bezahlt, also nicht viel Geld für die 50 Milliliter und dafür ist er auf jeden Fall echt gut. Ich kann aber sagen, wenn ihr Lust habt auf eine gute Haltbarkeit und wenn euch das wichtig ist, dann solltet ihr vielleicht eher einen Bogen drum machen, weil die Haltbarkeit mich wirklich enttäuscht hat.
beziehungsweise die Projektion, und weil ich gemerkt habe, dass ich da einfach noch ein bisschen mehr Schmackes brauche, und dementsprechend, ja, ist der auch schon wieder verkauft an einen netten Parfumo, also habe ich den schon wieder veräußert. Und nichtsdestotrotz aber einer der besseren Tom Ford Düfte definitiv, vor allen Dingen halt für den Preis. Ja, jetzt ist meine Frage am Abschluss natürlich, wie immer, hast du den Duft Tom Ford Noir Extreme schon probiert? Falls ja, schreib mir deine Meinung gerne in die Kommentare rein. Ich bin sehr gespannt, was du darüber denkst, ob du mit der Haltbarkeit zufrieden bist, ob das bei dir vielleicht auf der Haut besser funktioniert. Lass mich das gerne wissen. Ansonsten lass diesem Video gerne einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefallen hat. Abonnier diesen Kanal, wenn du ihn noch nicht kennst. Und wir sehen uns gerne im nächsten Video, wahrscheinlich auch wieder aus dem Auto, wieder. Also, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, dein Kai.